Heute habe ich einen Monat abgeschlossen in meiner Diät. Und nach einem Monat, da bin ich schon weit über 8 Kilo dünner geworden. Man sieht schon hier, dass etwas weniger da ist. Und ich habe mehrmals gesprochen über meine Rohkostdiät etc. Einige, die schon geschrieben haben, haben gesagt, dass Rohkostdiät allein sehr wenig ist. Ich selbst erlebe nicht das zu wenig. Für mich ist eigentlich mehr als genug. Was ich in der Zwischenzeit auch als neues Rezept publiziert habe, das waren meine Karottenantipasti, weil diese sind ganz leicht gekochte Karotten, auf jeden Fall nicht geschält, weil die Schale von solchen Wurzeln auch sehr viel Vitamine enthalten. Und dann würde das einfach leicht gewürzt, etwas Öl. Mit den Karotten müssen Sie immer ein bisschen Öl haben, damit Sie die Vitamine und besser verarbeiten können. Und viel Tee. Schwarzen Tee ist etwas, was Sie gern trinken können, oder Kräutertee. Und bedenken Sie, dass mal in die Sauna zu gehen, wenn das Wetter entsprechend ist, nicht wenn da draußen 40 Grad ist. Heute ist ein guter Tag, heute regnet, heute ist bei uns Wiesenanfang in München. Aber ersparen Sie sich das Bier, dann, das ist schon eine Menge an Kalorien gespart. Meine Durchschnitt an Kalorien am Tag liegt bei 600. Und das ist sehr wenig, aber ich kompensiere das, indem ich sehr variiert die Gemüse für meine Salat suche. Und noch dazu nicht zu viel Salz. Zu den Brötchen. Meine Rezepte für Sonntagsbrötchen oder Tagesbrötchen können Sie in meinem Blog downloaden. Und vergessen Sie nicht, lieber mehr Zeit für die Vorbereitung des Essens anwenden, als schnell irgendetwas essen und dann nicht so gut verarbeiten. Einige Tipps habe ich auch für Personen, die Blutwerte kontrollieren oder kontrollieren müssen. Machen Sie sich eine Liste von Ihren Blutwerten und führen Sie selbst diese Liste. Lassen Sie nicht nur den Arzt oder überlassen Sie nicht nur den Arzt die Werte. Lassen Sie sich diese Werte ausgeben und dann führen Sie in eine Excel-Tabelle Ihre eigene Kontrolle. Der nächste kommt in meinem Blog auch eine Vorlage, womit Sie dann in Excel Ihre Werte kontrollieren können und dann in Grafiken folgen, ob Ihre Werte besser, schlechter oder wie Sie sich dann entwickeln sollten. Eine zusätzliche Vitamin, die ich jetzt nehme, das ist die Vitamin D. Vitamin D ist eigentlich für Knochenverlust und für Immunsystem. Diese zwei Faktoren sind wichtig bei jeder harte Diät oder wenn man eine Diät hat, weil in dieser Periode können Sie sehr viel Kalzium verlieren oder sehr viel Probleme mit dem Immunsystem haben und das sollten Sie möglichst vermeiden. Umso älter Sie sind, umso gefährlicher ist das. Junge Leute können das gut aushalten. Und zum Abschluss machen Sie diese Kur mit Vitamin D oder was auch immer, vergessen Sie nicht, Ihren Arzt zu konsultieren. Diese Vitamin sollte nicht über eine lange Zeit genommen werden, sondern nur so lang, wie Sie Abnahmekur machen und danach, wenn Sie stabilisieren, dann sollten Sie diese Vitamin absetzen und ersetzen mit guter Ernährung. Meine nächste Sendung würde dann in 10 Tagen sein und wenn Sie Fragen dazwischen haben, beantworte ich gern per E-Mail und dann kommen jetzt meine neuen Rezepte mit gekochten Gemüse, wie zum Beispiel gekochte Zucchini, gekochte Aubergine, die vorbereitet sind, damit sie mit Salat gemischt werden und mitgegessen werden.
der warme Speise, warme gekocht ist, das kommt weit vorne. Aber Sie sehen bei mir, dass ein guter Effekt, ein gutes Ergebnis da ist. Und dann wird bei Ihnen bestimmt auch wunderbar wirken. Mein Name ist Paul Riedl, das war Pauls Kochstube und ich freue mich auf unsere nächste Sendung. Ciao!